Es war für die Starter gar nicht so einfach, drei Boote auf eine Startlinie zu bringen. Wegen des Teilnehmerrekords, es waren 20 Teams anwesend, wurden die Vorläufe zum Drachenbootrennen auf dem Zwickauer Schwanenteich in diesem Jahr mit jeweils drei Booten ausgetragen. Das gab natürlich noch mehr Gaudi als in den letzten Jahren. Go! So sah es schon in den letzten Jahren immer aus, wenn die Drachenboote über den Schwanenteich jagten. Ruderer, die alles für den Sieg geben und begeisterte Zuschauer. Bis es aber soweit ist, liegt hinter den Organisatoren schon eine Menge Arbeit. Auch am Veranstaltungstag. 8 Uhr morgens. Der Schwanenteich liegt noch ruhig, die Vögel können in Ruhe der Futtersuche nachgehen. Doch an Land sind andere schon fleißig. Guten Morgen. Vorbereitungen voll im Gange. Voll im Gange, genau. Alles vorbereitet für das große Event mit den drei Booten dieses Mal. Diesmal drei Boote, jawohl, alles vorbereitet. Alles. Läuft alles nach Plan. Die drei Boote waren über Nacht beim Seesportclub untergebracht. Nun werden sie vorbereitet und stechen in den See Richtung Anlegesteg. So, haben die Boote die Nacht gut überstanden? Sehr gut überstanden. Und es kann langsam losgehen. Kopf und Schwanz fehlt noch. Den müssen wir noch dran machen und dann geht's los. Ja, und jetzt geht es erstmal über den See mit verminderter Besatzung sozusagen. Richtig, richtig. Sonst passen 20 Mann rein. Plus ja. Trommlerin und Steuermann. Ja? Wenn es gemütlich vorangehen soll, reichen bei diesen schlanken Booten auch mal zwei Ruderer. Ja. Parallel dazu liefen die letzten Vorbereitungen beim Team der DLRG, die traditionell bei dieser Veranstaltung die Sicherung auf dem Wasser übernehmen. So, DLRG auch fast fertig. Ja, in den letzten Zügen der Vorbereitung. Ja. Wie war es denn so in den letzten Jahren? Gab es mal ernsthafte Einsätze oder eher nur die Organisation? Also hier auf dem Schwanenteich ernsthafte Einsätze nicht, aber wir sind natürlich bei vielen Absicherungen mit dabei, was also überregionale Absicherungen auch sind. Ja. Inzwischen hatte auch Emma das Wasser erreicht. Los ging's. Es ist schon ein ganz schöner Unterschied, ob man um den Schwanenteich herumlaufen muss oder das DLRG-Boot als Taxi nutzen kann. Also hieß es, jetzt fahren wir über den See, jetzt fahren wir wo legen wir an? Denn das war eines der auffälligsten Probleme. Durch das dritte Drachenboot war der Anlegesteg komplett belegt. Bloß gut, mit einem Schlauchboot kann man auch an jedem flachen Ufer anlegen. Dort waren inzwischen die meisten Teams angekommen. Die Organisatoren waren vollauf zufrieden. Ja, ist alles problemlos angelaufen. Gestern das Training hat super funktioniert. Alle waren top motiviert, es war eine gute Stimmung. Und heute sind auch schon wieder alle am Start. Es ist kurz vor 9:30 Uhr. Da beginnt das Team-Captain-Meeting und wir sind vorbereitet. Es war gesagt, es wird ein Teilnehmerrekord. Wie sieht es denn mit den Leuten aus? Sind sie schon alle da? Es sind alle Teams da, insgesamt jetzt 20. Leider hat ein Team abgesagt, aber sowas kommt immer vor. Aber wir sind guter Dinge, dass das halt eine mega Veranstaltung wird mit vielen Teilnehmern sowieso, aber eben auch mit vielen Zuschauern. Die Sparkasse war natürlich auch mit einem eigenen Team dabei. Wie viele Mal seid ihr eigentlich dabei? Oh, ehrlicherweise kann ich das gar nicht sagen, aber wir waren jetzt schon häufiger dabei gewesen. Also ich denke mal so, ja, 5, 6 Mal bestimmt. Und das Team ist vollzählig? Das Team ist relativ vollzählig. Das ist natürlich immer schwierig, 20 Leute zusammenzufinden. Aber auf 19 haben wir es geschafft. So genau sieht das keiner an diesem Tag. Irgendwie geht es immer. Zahlreiche Teams waren auch zum ersten Mal dabei. BFS Wildenfels, heute auch mal hier. Seid ihr das erste Mal dabei oder schon mehrmals? Das erste Mal dieses Jahr dabei. Und wie dazugekommen? Über Schüler. Wir sind ja eine Schule. Und die haben uns eingeladen, als Schüler und Lehrer gemeinsam daran teilzunehmen. Und ihr kriegt ein komplettes Team zusammen? Auf jeden Fall. Und sogar Fanclub. Witze, Mann. Absolut. Heute mal nicht mit Metallbau, sondern auf dem Drachenboot. Wie oft seid ihr schon dabei gewesen? Wir sind ja das erste Mal dabei. Das erste Mal? Ja, okay. Genau. Und volles Team zusammenbekommen? Nicht ganz. Wir haben uns mit Clarius zusammengeschlossen. Ah, ja. Zwei wie Pech und Schwefel. Gut. Und da wart ihr dann kräftig hier rudern. Wir haben das erste Rennen. Oberbürgermeisterin schießt an und dann geht's Vollgas. Warte. Clarius, wo kommt ihr eigentlich her? Clarius, wir sind an der Reichenbacher Straße. Ah. In Zwickau. Und ihr macht von? Wir machen Autobatterien.
für sämtliche Kunden. Ah, das ja. Und heute mal nicht mit Batteriepower, sondern mit Manpower. Genau, genau so machen wir das heute. Gut. Mit den Kollegen von Witzemann zusammen kriegen wir das hin. Wasserwerke heute mal im gewohnten Element, ja? Heute im gewohnten Element, bei bestem Wetter, Sonnenschein, heute auf dem Schwanenteich unterwegs und natürlich steht für uns fest, nur eins ist möglich, der Sieg muss wieder her. Ganz genau. Du sagst gerade wieder, wie oft wart ihr schon dabei? Hier am Schwanenteich waren wir jetzt die letzten Jahre nicht dabei, weil es ja ausgefallen war und wir waren am Filzteich dabei und da haben wir dreimal den Sieg geholt und da hoffen wir, dass wir das heute hier verteidigen können. Okay, und das Team ist komplett mit 20 Leuten? Das Team ist komplett mit 20 Leuten plus eine Trommlerin und da sind wir ready. Und du hast eine Wette abgegeben? Genau, bei uns ist es so, wenn wir heute den Sieg holen, dann schwimme ich von hier bis aufs andere Ufer und das steht fest und ist versprochen. Killerzellen, eigentlich ein bekannter Begriff hier, ne? Wie oft seid ihr schon da gewesen? Zweimal. Zweite Mal. Zweite Mal. Ja. Und? Rechnet euch was aus? Wir machen diesmal einen vorletzten Platz, nicht den letzten. Ja. Auch die Eröffnung war diesmal etwas aufwendiger gestaltet. Kein Wunder, ist es doch das 10. Jubiläum. Einen wunderschönen guten Morgen hier am Schwanenteich. Ja, so wollen wir das. Moin, moin zusammen. Ja, also ich glaube, in der Kürze liegt die Würze. Also ich freue mich, dass ihr so tolles Wetter habt. Ich finde es klasse, dass so viele dabei sind. Ich staune, wer Samstag früh um 10 hier schon am Schwanenteich versammelt ist. Aber die Kulisse stimmt und ich wünsche euch allen heute einen tollen Tag, vor allen Dingen mit viel Spaß, mit tollen Gesprächen und Begegnungen und ja, genießt es einfach. Und angefangen hat es ja sogar noch früher. Der Thomas Kiesig und ich haben zusammen im Sport, die Sportjugend damals gestaltet, 98, also ihr merkt, die 45 Minuten habt ihr jetzt. Wir waren damals zusammen in der Sportjugend und wir haben immer überlegt, ob wir was Außergewöhnliches auf die Beine bringen. Das Grundlegendste, was wir zwei wollten, war eine Sportkita, weiß ich noch ganz genau. Aber dann kam das Badewannenrennen, Vorschlag Präsidium und wir waren alle herrlich begeistert. Ein paar Jahre später kam dann das Drachenbootrennen noch dazu. Und das ist mittlerweile schon wieder 10 Jahre her. Wir werden älter. Und dann war es endlich soweit. Die ersten drei Boote gingen an den Start. Und wie schon gesagt, drei Boote zu koordinieren, gar nicht so einfach. Boot 2 zurück. Boot 2, stopp. Alle Boote, stopp. Achtung, ich starte. Are you ready? Attention. Die Veranstaltung ging wieder über den ganzen Tag. Selbst als wir schon längst beim nächsten Termin waren, hörte man auf dem Schwanenteich noch die Anfeuerungsrufe. Und auch manches Vorurteil wurde widerlegt. Wer sagt denn, DHL sei langsam? Stimmt eindeutig nicht. Gespannt sein, was sich die Veranstalter für die Zukunft einfallen lassen. Vor allem, wenn der Zuspruch so weiter wächst.